Hallo zusammen zu meinem Testvideo von der Skin von jellaskins-deutschland.de. Und zwar habe ich hier für das Testvideo die Skin The DJ. Und ihr seht hier schon, hier ist so ein DJ abgebildet und das sieht hier alles ein bisschen abstrus aus. Hier hinten ist so eine Wand, die hier offen ist, und hier ist so ein Bücherregal. Und ja, also ich finde alleine schon dieses Motiv, das ist wirklich ein bisschen verrückt, das sieht lustig aus, und die Montage, die Aufbringung, das Aufkleben war wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe da mittlerweile auch ein bisschen Übung drin, aber man setzt die wirklich auf, zieht die einmal glatt und dann ist es wirklich fertig. Das ist hier auch ein wirklich schönes, festes Material. Man merkt das auch, wenn man hier, upsala, so am Rand entlang streicht, da ist auch so ein bisschen... Da merkt man wirklich, dass da was drauf liegt, dass das hier hinten richtig gut geschützt ist. Und ihr seht schon, hier im Licht, da ist das hier immer so ein bisschen, ja, wie soll man es beschreiben? Ich denke, ihr seht es ja selber, wie es hier aussieht. Sie sind immer so rautig, so ein paar Quadrate. Das sieht auch richtig lustig aus. Ich habe nur einen kleinen Kritikpunkt, dafür mache ich mal kurz den Autofokus an. Und zwar geht mir hier mal näher ran, wenn er das jetzt hier scharf stellt. Wenn er das scharf stellt. Hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau erkennen kann. Aber hier ist so ein bisschen Luft drunter. Da, jetzt hat man es, glaube ich, gerade einmal kurz gesehen. Tut mir wirklich leid, die Kamera hat einen Autofokus, der manchmal echt zu bedauern ist. Das ist wirklich auch mein einziger Kritikpunkt, dass hier außen immer so ein bisschen Luft bleibt. Das ist hier an allen vier Ecken eigentlich so. Außer hier oben geht's. Ne, hier ist auch wieder. Das ist eigentlich an jeder Ecke, dass da irgendwie noch so ein bisschen Luft ist. Das geht auch nicht weg. Das finde ich ein bisschen schade. Und was ich mir noch wünschen würde, wäre, wenn die hier etwas weiter rüber gehen würden. Nur so ein Stück, weil wenn man den iPod so hinlegt und dann hochnimmt, dann kann das immer noch passieren, dass man hier irgendwie mal langkratzt. Es soll ja auch nicht komplett alles schützen, aber so ein bisschen mehr würde mir auch gefallen. Sonst aber hier unten passt es wirklich maßgenau, und ja, ich kann jedem da diese Seite wirklich nur empfehlen, jellaskins-deutschland.de. Die haben ganz viele verschiedene Sachen, und die haben im Moment so ein Angebot, wenn man drei Skins für je 14,95, glaube ich, kauft, dann bekommt man die vierte kostenlos. Das heißt, drei kaufen, vier bekommen. Ist auch ganz cool, wenn man seinen Freunden noch was schenken will, weil die gibt's auch für, glaube ich, so wie alle iPod-Modelle, iPhone-Modelle und auch noch für Apple-Notebooks, normale Notebooks. Da kann man echt mal reinschauen, und man kann sich auch immer ein Wallpaper downloaden. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich meinen im Moment relativ cool finde. Ich kann den mal anmachen. Der gefällt mir im Moment ganz gut. Ja. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Schaut da ruhig mal vorbei. Mir gefällt die Skin wirklich sehr, sehr gut. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Abonniert mich, kommentiert mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.